Moin, liebe Leute Sternchen-Ends, was geht? Ja, ich hoffe, ihr seid schon alle vorbereitet auf Corona 2.0. Hab auch richtig Bock darauf. War eine richtig geile Zeit, so mit Mundwindel, ganz oft testen und sich richtig geile Impfstoffe reinzudrücken. Aber die aktuellen Sterne stehen ja gut, dass dies im Herbst wieder zurückkommt. Voll geil, ey. Und ich habe dazu passend einen Artikel, der ist auf The Epoch Times erschienen. Und dieser heißt, neuer Corona-Impfstoff kommt zu spät und passt nicht mehr zur aktuellen Virusvariante. Ja, da wird ja wieder kräftig rumgeschwurbelt. Diesen Artikel werden wir uns einmal zusammen anschauen. Also würde ich sagen, keine Zeit verschwenden. Gehen wir rein. Hallo. Hallo. Na? Na, was machen Sachen? Ja, vorab kurz zur Information. Der Artikel ist relativ lang. Dementsprechend werde ich nur die wirklich wichtigen Absätze und Stellen 1:1 vorlesen. Und alles andere werde ich einblenden, aber gleichzeitig zusammenfassen. Ich glaube, so ist es für uns alle das Beste, damit das Vorlesen einfach nicht zu viel und zu lange wird. Also schauen wir doch mal hier. Ärzte für individuelle Impfentscheidungen warnen vor einer offensichtlichen Sinnlosigkeit des unbedachten Boosterns. Häufige Impfungen fördern Autoimmunkrankheiten. Also da sitzt aber der Aluhut eng bei diesen komischen Ärzten für individuelle Impfentscheidungen. Die haben ja überhaupt keine Ahnung. Wenn ein Gesundheitsminister, der kein Arzt ist, sagt, dass die Impfung toll ist, dann wird das ja wahrscheinlich auch so sein, oder? Ein Expertenausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA hat Ende August 2023 grünes Licht für die Zulassung eines weiterentwickelten Corona-Impfstoffs von BioNTech Pfizer in der EU gegeben. Das teilte die EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Formsache war dann die Zustimmung der Europäischen Kommission, die die EU am 1. September 2023 auf ihren Internetseiten verkündete. Es handele sich um die dritte Anpassung als Reaktion auf eine neue Covid-Variante, heißt es dort weiter. Der nun zugelassene Impfstoff sei ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Bekämpfung der Krankheit. Ja, wir wissen ja alle, dass die Impfung nicht vor einer Ansteckung geschützt hat, sowohl für eine Eigen- als auch vor einer Fremdansteckung. Ob sie nun bei einem schweren Verlauf wirklich geholfen hat, weiß man gar nicht so wirklich, wird aber immer noch gesagt. Dementsprechend ist es aber fast sicher, dass die kommende Impfung dann wirklich vor einer Ansteckung schützt. Also wirklich jetzt, Freunde. Alles andere wäre ja Quatsch und wieder mal Schwurbelei. Oh, hier, guckt mal, EU-Kommissarin preist Impfung als wirksames Instrument gegen Covid-19. Die EU-Kommissarin ist sicherlich komplett unabhängig und beruft sich auf Statistiken und Gegebenheiten. Alles andere wäre ja auch Schwurbelei, wissen wir ja mittlerweile. Und zusammengefasst sagt sie, dass man sich auf jeden Fall wappnen muss vor Corona und vor der Grippe, denn diese sind ja ab Herbst dann doppelt vertreten und da hilft ja nur eine Impfung. Haben wir ja bei der ersten Corona-Panikmache ja gemerkt, dass die Impfung wirklich davor schützt. Ja, und indes sagt die Ständige Impfkommission, also die STIKO, dass die Impfung empfohlen ist für eine Altersgruppe ab 60 Jahren, zudem für Vorerkrankte und für Risikopatienten. Ja gut, das hat jetzt die arme EU-Kommissarin ausgelassen, aber ich meine, man kann ja auch nicht an alles denken, ne? So einfach ist der Job ja auch nicht. Gehen wir mal weiter rein. Wettlauf mit neuen Varianten ist im vollen Gange. Von einer offensichtlichen Sinnlosigkeit des unbedachten Boosterns sprechen im Zusammenhang mit dem neuen Impfstoff die Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Auf Anfrage von Epoch Times sagte Dr. Alexander Konietzki, ärztlicher Geschäftsführer und Sprecher des Vorstandes, der Wettlauf mit den sich immer neu entwickelnden Varianten der endemisch gewordenen SARS-CoV-2-Abkömmlinge ist im vollen Gange. Der im neuen BioNTech-Impfstoff befindliche Omikron-Typ XBB.1.5 war im März und April 2023 mit bis zu 55% Anteil aller Virusvarianten vorherrschend und wurde in August 2023 durch den Typ EG.5.1 mit 53% unlängst abgelöst. Dementsprechend sind die Impfstoffe, die jetzt auf den Markt kommen und euch angeboten werden, für einen Typ ausgerichtet, der vor etwa einem halben Jahr aktuell war. Wie wir nun gesehen haben, ist der neue Typ aber ein anderer. Trotzdem wird uns dann der neue Impfstoff auch wieder als Allheilmittel angeboten. Und natürlich wird seitens Lauterbach gesagt, dass die neuen Impfungen diesmal auch auf jeden Fall vor einer Ansteckung schützen. Also wahrscheinlich, also eventuell. Aber macht das jetzt. Boostert euch das Ganze rein jetzt. Bratwürste sind richtig und wichtig. Also, glaube ich mal. Ja, weiter heißt es zusammengefasst, dass Deutschland ausschließlich auf Pfizer setzt und somit dann eben mit BioNTech zusammenarbeitet, weil diese Impfstoffe dann vom Bund bezahlt werden. Angeblich sollen andere Impfstoffe wie zum Beispiel Moderna irgendwelche Kreuzimmunitäten aufweisen. Da glaube ich auch ganz dolle dran. Dennoch wird in Deutschland eben nur mit BioNTech verhandelt. Das hat auf gar keinen Fall irgendwas mit Korruption und
und Geldmacherei zu tun? Nein, auf gar keinen Fall. Es ist nur für unser Wohl. Es ist das Beste für uns. Also wirklich jetzt. Impfstoffe sind ein Risiko für ältere Menschen. Ey, was ist denn da los? Dr. Alexander Konietzki argumentiert, der angepasste Impfstoff von Pfizer komme zu spät und passe nicht mehr zur aktuellen vorherrschenden Virusvariante. Auch das gekürzte und auf nahezu alle Sicherheitsvorkehrungen verzichtende Zulassungsverfahren durch die Europäische Zulassungsbehörde EMA und das Paul-Ehrlich-Institut sowie die deutlich schnellere modifizierte mRNA-Technologie zur Herstellung angepasster Vakzine habe dieses Problem nicht effizient beheben können. Zudem regiere das Immunsystem nach mehrfacher Impfung mit den neuartigen Impfstoffen mit einem IgG4-Shift und fördere Autoimmunkrankheiten bei gleichzeitiger Zunahme der Infektanfälligkeit für eben genau das geimpfte Virussystem. Was? Das bewirkt genau das Gegenteil? Also jetzt falle ich hier aber gleich vom Stuhl. Ja, bei all der Ironie und dem Sarkasmus mal ein paar kurze ernste Worte. Wenn ihr Angehörige habt, die wirklich ein bisschen älter sind oder vorerkrankt, versucht wenigstens denen klarzumachen, was da los ist. Versucht ihnen wenigstens Artikel wie diesen zu schicken. Und sie sollen sich das Ganze wirklich mal in Ruhe durchlesen. Auch wenn es im Endeffekt vielleicht nichts bringen sollte, aber ihr könnt euch dann keinen Vorwurf machen. Ich kann an der Stelle nur hoffen, dass die meisten Leute vielleicht mal nicht mitmachen und nachdenken. Auch wenn ich ehrlicherweise wenig Hoffnung habe. Ja, der vorher schon öfter zitierte Arzt in diesem Artikel sagt hier nun, dass die Grundimmunität viel wichtiger ist bei der ganzen Sache. Und dass diese für die meisten Menschen ausschlaggebend ist bezüglich eines schweren Verlaufs und vor einer Ansteckung. Und den unteren kleinen Absatz möchte ich noch einmal 1:1 vorlesen, weil der sehr entscheidend ist. Diese Erkenntnisse, die dem Grunde nach alle nicht neu seien, hätten ein Beratergremium aus führenden FDA-Mitarbeitern bereits im September 2021 zu dem Schluss kommen lassen, gesunde Menschen unter 65 Jahren brauchen keinen weiteren Booster. Und ich glaube, hier brauche ich nichts weiter kommentieren, lassen wir das einfach so stehen. Gesunde Menschen unter 65 Jahre brauchen keinen weiteren Booster. Dennoch werden wir uns auch den Rest des sehr interessanten und wichtigen Artikels einmal anschauen. Zulassung ohne Sicherheits- und Effizienznachweis. Zusammengefasst können wir hier noch einmal sehen, dass die Firma Pfizer-BioNTech die ursprünglich geforderten Unterlagen, die 2020 wichtig waren, bezüglich Sicherheit und Effizienz ihrer Impfstoffe nicht vorlegen konnten. Und dennoch hat sie 2022 eine volle und umfängliche Zulassung für diese Impfstoffe erhalten. Und folgerichtig stellt sich dann Dr. Konietzki die Frage, warum weitere Impfstoffe ebenfalls eine Zulassung bekommen, obwohl sie eine höhere Dichte an Sicherheitslücken und Nebenwirkungen aufweisen. Er sagte auch nochmal, dass es bei den neuen Impfstoffen genau so gemacht wurde wie damals. Für die XBB 1.5-Version von Corona, also der Impfstoff, der jetzt neu auf den Markt kommt, aber eben dennoch veraltet ist, gab es eben genauso keine Kontrollansprüche. Alles sehr, sehr komisch, aber das ist ja nur zu eurem Wohl, liebe Freunde. Versicherer klassifizieren Impfung als Genprodukt. Ah, mein Aluhut glüht aber auch heute. Auch stelle sich die Frage, warum Versicherer allen Definitionsänderungen durch die Weltgesundheitsorganisation und der EMA zum Trotz die Endprodukte dieser neuartigen Technologie als Genprodukte und nicht als Impfstoffe einstufen und sich damit aus einer möglichen Versicherungsleistungsverpflichtung vorsorglich zurückziehen. Na, warum ist das wohl der Fall? Also da fällt mir überhaupt gar kein Grund ein. An der Stelle vielleicht nochmal. Alle Menschen, die sich noch nicht sicher sind, ob sie sich boostern lassen, oder die Leute, die wirklich davon überzeugt sind, dass sie sich boostern lassen, schaut euch solche Artikel an. Und hier ist die Frage, was hat dieser Arzt davon, wenn er solche Sachen sagt? Eigentlich nichts, im Gegenteil, er hat Dinge zu befürchten. Aber umgekehrt, was hat ein Lauterbach davon, wenn er euch den Booster schmackhaft macht? Was hat er wohl von diesen Milliarden-Deals mit Pfizer? Keine Ahnung, welche Vorteile er da haben könnte. Denkt doch bitte einmal nach. Das Paul-Ehrlich-Institut müsse diese Frage ebenso beantworten. Der in dem Institut angewandte Prüfstandard habe, trotz horrendem Anstieg der Verdachtsfallmeldungen von schweren Nebenwirkungen und Todesfällen im zeitlichen Zusammenhang mit den Verabreichungen der Stoffe kein Sicherheitssignal ausgelöst und in keiner Weise zur Aufklärung der Nebenwirkungsspektren unterschiedlicher Chargen dieser Stoffe beigetragen.
beigetragen. Das sind ganz wichtige Informationen, die sich jeder reinhämmern sollte. Diese ganzen Institute, diese ganzen Organisationen, diese ganzen Firmen und so weiter und so fort. Sie wollen es vertuschen, dass es Nebenwirkungen gibt. Sie wollen nicht, dass ihr wisst, dass es Todesfälle gibt. Und sie wollen nicht, dass ihr die Wahrheiten wisst. 1:1 genauso wie unsere Politiker. Denn wer hätte das gedacht? Die genannten Instanzen arbeiten alle miteinander zusammen und das mit Milliardenbeträgen. Unabhängige Kontrollinstanz für medizinische Produkte wäre wichtig. Ja, zusammengefasst sagt hier der befragte Mediziner, dass alle wirklichen und richtigen Informationen zu den ganzen Impfstoffen immer wieder zusammengesucht werden müssen. Meist sogar aus dem Ausland. Der Endverbraucher oder der Geimpfte muss sich quasi aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen seine Informationen zusammensuchen. Im Endeffekt können wir das mit einem Puzzle vergleichen. Ganz, ganz viele unterschiedliche Teile ergeben dann ein Gesamtbild. Und wer hat denn Lust dazu? Welcher Normie würde sich denn viele, viele Artikel durchlesen, damit er endlich eine Antwort hat? Da schaut man sich doch lieber eine Talkshow an, in der ein vor sich hin stammelnder Lauterbach sitzt und die Impfung für etwas Heiliges hält. Denn dieser Politiker möchte ja nur das Beste für uns, das wissen wir ja. Ja, weiter sagt der Mediziner, dass es eigentlich möglich ist, vernünftige Impfstoffe herzustellen, aber da die Sicherheit nicht wirklich gegeben ist, so wie wir das jetzt schon die ganze Zeit gehört haben, ist die aktuelle Impfstofftechnologie grob fahrlässig. Und zum Schluss sagt er nochmal, dass der Bürger an sich leider darauf angewiesen ist, dass er sich Informationen einholen muss, dass er recherchieren muss und dass er sich selber aufklären muss, denn scheinbar tut es die Politik nicht und man muss selber wissen, ob die Impfentscheidung für einen vernünftig ist. Ganz einfach ausgedrückt, bist du ein gesunder Mensch, der keine Probleme hat, ist die Bratwurst für dich nicht relevant. Mal völlig unabhängig, ob der Impfstoff dann wirklich vor einer aktuellen Variante schützen soll oder nicht. Bei diesem ganzen Corona-Thema ist es leider das Problem, dass ihr euch selber Informationen beschaffen müsst. Und ja, dazu zähle ich jetzt auch eben ein Video wie meines. Denn ehrlicherweise, wie viele von euch hätten diesen Artikel gelesen? Denn selbst Leute, die kritisch denken, schauen sich doch nicht 30 verschiedene Artikel an. Man hat ja auch ganz andere Sachen zu tun, als dass man sich 24/7 mit diesem einen Thema auseinandersetzen kann. Und genau das ist eben die Aufgabe von den Politikern und das ist auch die Aufgabe von irgendwelchen Weltgesundheitsorganisationen. Genau das müssen sie tun. Sie müssen euch aufklären. Sie müssen euch eigentlich jede einzelne Information geben zu solch wichtigen Themen. Aber das tun sie nicht. Und es gibt auch nur einen Grund, warum sie das nicht tun. Weil sie nicht wollen, dass ihr komplett informiert seid. Also zum Schluss kann ich hier nur noch mal empfehlen, wendet euch an eure Mitmenschen, also irgendwelche Familienangehörige oder Freunde, schickt ihnen dieses Video oder den Artikel selber und zudem vielleicht noch weitere Artikel, weitere Videoausschnitte von irgendwelchen Aussagen von Politikern, wo sie sich selbst widersprechen. Die Leute müssen aufgeklärt werden. Ein Corona 2.0 soll auf jeden Fall stattfinden, aber darf nicht so stattfinden wie beim ersten Mal. Die Bevölkerung muss hier langsam aufwachen und ich würde mir wünschen, dass wir alle an einem Strang ziehen, auch wenn das wirklich nur eine Utopie ist. Und somit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, sowohl körperlich als auch geistig, also haut rein und tschüss!